Hier am alten Ledenhof befinden sich die Gebäude der heilpädagogischen Hilfen des Landschaftsverbands Rheinland in Bonn-Vielich. Menschen mit geistiger Behinderung leben hier seit Ende der 1980er Jahre in Nachbarschaft zu den anliegenden Gemeinden. Doch schon bald beginnen tiefgreifende Umgestaltungsmaßnahmen. Innerhalb der nächsten Jahre wird hier ein inklusives Wohnquartier entstehen, in dem Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenleben können. Mit dem Projekt Mitten im Leben möchten wir gewissermaßen einen Paradigmenwechsel einleiten. Als diese Einrichtung eröffnet wurde, war das eine Weiterentwicklung aus der Klinik heraus in die Nachbarschaft hinein. Aber es ist natürlich schon irgendwo eine Sonderwelt, weil hier ausschließlich Menschen mit geistiger Behinderung leben. Und das hat sich jetzt aber heute in Zeiten der Inklusion oder des inklusiven Gedankens natürlich ein Stück weit verändert. Der Wunsch ist heute tatsächlich, Teil der Gesellschaft zu sein, an Angeboten in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft teilzuhaben und nicht mehr wie hier in dieser Sonderwelt außen vor zu sein. Ich freue mich drauf, doch. Und neue Leute hinkommen, ist da auch sinnvoll. Weil ich sag ganz ehrlich, das sind so genauso Leute wie mir auch. Man hat ja schon gesehen, wie da draußen so läuft. Andere kommen ja auch mit ihren Nachbarn gut zurecht. Dem Veränderungsbedarf, den wir da gesehen haben, dem wollen wir damit Rechnung tragen, dass hier in Zukunft in diesem neuen Neubaugebiet tatsächlich Menschen mit und ohne Behinderung Tür an Tür leben. Da kann es zum Beispiel sein, dass unten im Erdgeschoss es eine Vierer-WG gibt, wo Menschen mit geistiger Behinderung leben und darüber leben halt Menschen ohne Behinderung. Dann kommt hinzu, dass wir auch von vornherein darauf Wert legen, dass ein gemischtes Wohnumfeld hergestellt wird. Aus diesem Grund entstehen hier Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, geförderte Mietwohnungen und zwei Mehrgenerationenhäuser. Außerdem eine Kindertagesstätte. Geplant sind so 125 größtenteils barrierefreie Wohneinheiten. Bis zu 350 Menschen finden hier ein Zuhause. Zentrale Begegnungsstätte und heilpädagogisches Zentrum wird das neue Quartiershaus. Für die heutigen Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet die Umstrukturierung, dass sie zukünftig am ganz normalen Leben teilhaben und dass sie in kleinen Wohngemeinschaften oder eigenen Apartments wohnen können. Ich wohne in Haus 2, da sind 10 Leute und auf der 2b wohnen auch 10 Leute, das sind 20 Leute. Ich hoffe, dass die Zeit bis zum Umbau schnell vorbeigeht, dass ich neue Leute kennenlerne und dass ich auch viele Freunde finde. Dass ich dann auch Leute mit ohne Behinderung kennenlernen kann. Ist schwierig im Moment für mich, Leute zu finden, die mit mir was unternehmen möchten. Damit auf diesem Projekt nicht nur Inklusion draufsteht, sondern tatsächlich auch gelebt wird, müssen wir es natürlich auch als Anbieter schaffen, hier größere Teilhabemöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Die Herausforderung liegt darin, Angebote zu schaffen, die sowohl für Menschen ohne Behinderung als auch für Menschen mit Behinderung eine Attraktivität haben. Dass Begegnungen entstehen, wo beide Seiten etwas von haben. Das ist das große Ziel. Es ist mal ein Sommerfest, es ist mal ein Oktoberfest. Wir machen irgendwelche Ausflüge, vielleicht auch mit den Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam. Aber es sind Highlights. Wir wollen das natürlich so ein bisschen zu einer Alltäglichkeit auch machen. Dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam etwas unternehmen in vielen. Deshalb finden im neuen Quartiershaus zukünftig Nachbarschaftsveranstaltungen und gemeinsame Aktionen statt. Kooperationen mit lokalen Akteuren wie dem Jugendzentrum Offene Tür Haus Michael und dem Tanzhaus Bonn sollen dazu beitragen, dass Menschen aus Vielich, Schwarz-Rheindorf und der Umgebung zusammenkommen und sich kennenlernen.